Wer hat die junge Mutter Beatrix Hämmerle ermordet? Und kann diese Jacke helfen, den Täter nach über 30 Jahren doch noch zu fassen? Also aus meiner Sicht haben wir hier mit einem der brutalsten Morde zu tun, der jemals in Trier passiert ist. Zum einen vom Verletzungsmuster am Opfer her betrachtet, aber auch aufgrund der Tatsache, dass der Sohn mit in der Wohnung war und die Mutter in diesem schlimmen Zustand findet. Also schon ein barbarischer Fall, barbarischer Zustand. Das war auch ein Grund, warum wir diesen Fall als Cold Case aufgenommen haben. Von Cold Case spricht die Polizei, wenn ungelöste Verbrechen neu aufgerollt werden. So auch der Fall Hämmerle. Der 32-Jährigen wurde nachts in ihrer eigenen Wohnung die Kehle aufgeschnitten. Der Trierer Kommissar Christian Soulier und sein Team setzen alles daran, den Täter doch noch zu finden. Wir haben also eben das Verfahren 2017 begonnen. Das war eine sehr aufwendige Angelegenheit, auch sehr personalintensiv. Man muss ja die Frage stellen, wie geht man denn mit so einem Fall um, auch hier in dem Fall Hämmerle. Jeder Fall ist nochmal für sich selber zu betrachten. Ich kann nicht generell sagen, wie ein Fall angegangen wird. Es gibt so ein paar Elemente, die man auf jeden Fall macht. Einmal angefangen, man geht mal die Akten suchen. Das größte Problem, also jetzt vom Arbeitspensum, ist Folgendes. Sie haben einen großen Aktenbestand in diesem Fall hier. Und dieser Aktenbestand ist damals geschrieben worden mit Schreibmaschine. Das heißt, es gibt keine Datenbanken, es gab keine Möglichkeiten des automatisierten Abgleiches. Und das bei so vielen Akten, die hier entstanden sind, und wir haben, oder damals, nicht wir, damals wurden ca. 450 bis 460 Leute überprüft, was Alibi-Überprüfungen angeht. Alles Personen, die im näheren und weiteren Umfeld des Opfers zu finden waren. Und für jede Person ist eine Akte angelegt worden. Und das heißt, wir haben jede Menge Leitsordner, wo Informationen drin stecken. Und sich die auswendig zu lernen oder die im Kopf zu behalten, ist unmöglich. Allein 2 Jahre durchforsten die Ermittler diese Leitsordner. Ins Auge fassen sie aber auch Asservate, also Gegenstände, die als Beweismittel noch einmal wichtig werden können. Darunter der Rollladen, den der Täter in der Mordnacht hochgedrückt hat. Ein Gegenstand ist besonders wichtig. Wie Sie aus dem Internet wissen, ist ja damals eine Jacke gefunden worden. Ja. Diese Jacke ist zu 100% dem Täter zuzuordnen, weil an der Jacke Blut des Opfers, also auch Gewebeteile des Opfers aufzufinden waren. Und diese Jacke ist in Tatortnähe weggeworfen worden. Diese Jacke hat eine Größe 48 und fällt relativ schmal aus. Also man muss wieder sehen, in den 80er Jahren waren die Jackengrößen, haben wir festgestellt, nicht unbedingt identisch mit den Größen, wie sie heute sind. Jetzt haben wir angefangen, die Spuren, die wir digitalisiert haben, im zweiten Schritt zu bewerten. Das heißt, wir haben mal geschaut, welche Personen von diesen 450, 460 kann man denn von vornherein ausscheiden. Als Beispiel, es war jemand in Urlaub, konnte damals Flugtickets vorlegen, dass er abgereist, eingereist war und zur Tatzeit überhaupt nicht vorhanden hier war. Ich glaube, da kann man relativ schnell gut sagen, der hat ein Alibi, der ist schon mal raus. Das Gleiche gilt für Personen, ich übertreibe jetzt mal, die damals 2 Meter groß und 120 Kilo schwer waren. Die passen in so eine Jacke nicht rein. Das heißt, wir haben in einer Art Ampelschaltung diese Spuren bewertet. Der Tatort? Die Wohnsiedlung am Weidengraben auf dem Petrisberg in Trier. Der Täter verlässt Hämmerles Wohnung über den Balkon und flüchtet zu Fuß in Richtung Universität. Die Ermittler entdecken die Jacke damals auf einem nahegelegenen Parkplatz. Sie ist blutverschmiert. Wir befinden uns jetzt aktuell ungefähr 200 Meter fußläufig entfernt von der eigentlichen Tatörtlichkeit. Auf dem großen Parkplatz, angrenzend an die Studentenwohnheime. Und ungefähr hier in dem Bereich ist dann zwischen den Autos ähnlich geparkt wie aktuell hier. Es ist die Lederjacke gefunden worden. Beatrix Hämmerle lebte 1989 gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Sohn im Erdgeschoss des Wohnhauses auf dem Petrisberg. In der warmen Sommernacht des 11. August schlief sie mit offener Balkontür. Nur der Rollladen war zu 3/4 heruntergelassen. Über den Balkon konnte sich ihr Mörder so leicht Zugang zur Wohnung verschaffen. Wir haben hier einen Tatort, wo wir uns sicher sind, dass der Täter einen Bezug zum Opfer oder zum Objekt gehabt haben muss. Also hier reist niemand aus Hamburg an dem Tag an und fährt gezielt zu diesem Tatobjekt und steigt über den Balkon dort ein. In diesem Fall gab es im Vorfeld Aussagen auch des Opfers, dass öfters mal ein Spanner
oder mehrere Spanner. Also nicht immer der gleiche, dass also der Begriff Spanner bei ihr am Balkon waren. Aber auch ein Spanner hat einen Bezug, er muss das Objekt kennen. Wer sich hier auskannte, konnte auch wissen, Hämmerle schlief meist nackt auf der Wohnzimmercouch. So auch in der Mordnacht. Wir haben eine Vielzahl von Personen, die damals generiert wurden. Durch unsere Arbeit, durch Sekundärpersonen, haben wir etwa die doppelte Menge generiert. Also wir haben noch Personengruppen, die wir noch nicht genau durchgezählt haben, aber wir kriegen noch Personengruppen hinzu. Wir kommen in Richtung 800 etwa. Fortschritte in der Labortechnik geben Ermittlern in Cold Cases neue Möglichkeiten. Der Durchbruch im Fall Hämmerle. Inzwischen konnten auf der Jacke Hautschuppen des Täters isoliert werden. Zum Abgleich hat man seitdem hunderte Männer zur DNA-Probe gebeten. Bisher allerdings ohne Treffer. Im Moment ist es so, dass wir 9 Personen haben, die sich verweigert haben, aber aus den unterschiedlichsten Gründen. Das darf man jetzt nicht so verstehen, dass die Personen sich verweigert haben und deswegen als hauptverdächtige Personen gelten, sondern die haben sich aus unterschiedlichsten, auch teilweise persönlichen Gründen entschieden, nicht an der DNA-Reinuntersuchung teilzunehmen, ohne dass wir daraus jetzt einen weiteren Verdacht begründen können. Die große Problematik, die wir haben, ist, dass die Wohngegend, die Wohnhäuser, damals, da die Uni in Trier neu war, dort haben auch viele Studenten gewohnt. Das heißt, wir haben viele Personen, die danach weggezogen sind, teilweise ins Ausland gezogen sind. Also wir versuchen auf jeden Fall dran zu bleiben und da weiterzumachen. Auch wenn jemand verstorben ist, weggezogen ist, versuchen wir schon irgendwie an Angehörige zu kommen und darüber an DNA zu gelangen. Es bleibt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch die Kommissare geben nicht auf. Sie wollen endlich die Frage klären, die seit Jahrzehnten unbeantwortet bleibt. Wer ermordete Beatrix Hämmerle?